Schön, dass ihr hier seid bei Bowlip Bridge. Also, Brücken bauen für diesen alten Saftsack hier. Hier sind wir schon im Tutorial, das müssen wir anfangen. Da geht es darum, bau eine Brücke. Ja, mach mal. Punkt. Und hier. Und hier. Und hier. Wow. Sieht gut aus. Klick jetzt auf Simulation starten. Perfekt. Schaut eigentlich cool aus, irgendwie das Ganze 3D-mäßiger. Und der fährt da drüber, der alte OP. So, Level abgeschlossen. Verbrauchtes Budget, maximale Belastung. Ah, okay, das sind auch so Statistik. 6 Meter ist er gefahren. Nächste Welt. Hier geht es darum, dass man dann das Auto drüber fährt, das 1,8 Tonnen wiegt. Okay, naja, ist ein bisschen komisch. So. Klickt mal auf Simulieren und was wird passieren? Es wird zusammenbrechen, oder? Ja, genau, bam. Das geht nicht gut. Nochmal versuchen. Gut. So, jetzt können wir hier schräg nach oben, zack, zack, zack und dann eine Gerade, dann machen wir so eine richtige Brücke. Aha, okay. Das dürfen wir nicht mit... Warum lässt er mich da jetzt nichts löschen? Nein! Speichern. Kann ich das jetzt löschen? Wieder das Holzwerkzeug. Schließen. Simulation starten. Wow. Simulation anhalten. Ich möchte diesen Punkt löschen. Gründe. Alt. Aktuell. Was steht da unten? Shortcuts. Alt. Aktivieren löschen. Modifikation. Was willst du von mir? Ja, das geht aber so nicht, meine Leute. Ich möchte das löschen. Tja, so wird das wohl nix, Leute. Dürfen wir mal verlassen. Machen wir das nochmal neu. Hier haben wir Bridge. Also Bowlip Bridge. Dann fangen wir nochmal neu an. Kampagne. Also man muss da schon aufpassen, was man hier verwendet. Straße. Weil anscheinend geht das in Tutorial nicht mehr löschen. Machen wir das einfach nochmal, jetzt sehen wir ja, wie es geht. Bam, runtergefallen. Oh, nochmal versuchen. Dann Holz, einen Steher reinbauen, Simulation starten, das sollte stabil genug sein. Wobei der ganze hier in der Luft hängt, aber okay. Es sei wie es sei. Fang nochmal mit dem Bau der Straße an. Straße, tam, tam, tam. Ich habe das früher eigentlich immer voll gern gespielt, solche Spiele. Was mich nur hier ein bisschen stört, ist, dass der eine Text hier immer eigentlich in der Mitte ist, ins Sichtfeld. Was beim Bauen ein bisschen stört, aber sonst okay. Und auch hier, das haben wir geschafft. Ich bin begeistert. Und je weniger man Geld verbraucht, desto besser ist es dann fürs nächste Mal Level eigentlich, wenn man mal das Tutorial geschafft hat. Nun wollen wir eine Hängebrücke bauen. Wie immer beginnen wir mit dem Bau der Straßen über... Gelände gehört hier weg. Also eins freilassen. Vergessen. So, Straße. Zack. Rufe das Werkzeug. Wähle Federung. Was? Federung. Sehr genau. Rufe das Werkzeug. Drücke Leertaste oder Mittel. Maus. Also, Mittel Maus. Ah, okay, cool. So, Federung. Federungmaterial wächst. Ist einfach bla bla bla. Ah, okay. Bam. So. Und das müssen wir jetzt damit Kabel verbinden, oder? Rufe das Werkzeug Radlauf. Was bist du von mir jetzt? Federung? Kabel. Also, wähle. Trottel. Fertig lesen wir halt auch recht, ne? So, da ein Kabelchen, da ein Kabel. Da ein Kabel. Da. Da. Und hier. Das ist dann so eine Golden Gate Bridge, wird das hier so. Hauptsache die Steine halten das natürlich. Klar, doch. Standhaft. Next one, please. Zeit, eine Zugbrücke zu bauen. Das Rechteck in der Mitte zeigt dir an, wo das Schiff durchfahren will und wie groß es eigentlich ist. Also wir müssen die Brücke oben drüber bauen.
Rechtsklick mit der mittleren Maustaste und was? Teil, eine Zugbrücke bauen. Ja. Dann bauen wir mal eine Brücke. So, da müssen wir, ich glaube, nee. Ich glaube, ganz normal so bauen, gell? Oder vielleicht auch Willi Holz. Dann hier das ganz normale Zickzackmuster, wie man es eigentlich so kennt, einfach von Brücken. Dreieck, ziemlich stabil. Ich glaube, Brückenbau. So, und hier auch noch eins. Genau. Oder vielleicht auch Hydraulik. Blablabla, kreativ. Und wieder zusammen oder was? Achso, okay. Ah, so tut man dann die Hydraulik. Rechtsklick auf. Ja, da ist der erste Fehler, was wir hier haben. So, warte mal. Rechtsklick auf die Brückenverbindung für den Bau einer geteilten Verbindung, die für das Öffnen der Zugbrücke. Du kannst auch auf ein Verbindungsstück doppelklicken. Und aha, ja. Natürlich. Nein. Nein. Kann ich das? Ich kann das immer nicht löschen. Kann ich rückgängig machen? Nein. So. Ah, jetzt ist es getrennt. Wenn das dahin ist, ist es getrennt. Kann das wieder umstellen? Nein. Simulation starten. Hier fliegen meine Hydraulikzylinder einmal querfett ein, aber es klappt. Hui. Du kannst schaukeln dann. Und jetzt geht die Hydraulik nach oben. Ah, okay, cool. Und die Schaukel funktioniert natürlich auch. Wenn wir Glück haben, fährt er genau durch, wenn sie nicht getroffen wird. Yeah. Da schaukeln halt so die Affen drauf, ne? Das ist eine Affenschaukel. Und das Schiff verschwindet im Nichts. Ich bin begeistert, Leute. Begeistert, begeistert. Ah, der Moped-Fahrer oder alter Obi kommt auch drüber. Tutorial complete. Hauptsächlich um Englisch, dann wieder Deutsch. Ach Gott. Also wenn du einen kleinen Fehler machst. Ah, Zert ist rückgängig. Ja, das hätte mir einer sagen sollen, das wäre gescheiter gewesen. So, New Future Unlocked. Gratuliere. 8 Meter Brückenbau. Hauptsache, das ist wieder Englisch. Zuerst war alles Deutsch, jetzt wieder Englisch. Was wollen die von mir, Leute? So, Straße. Zip. Oh, was soll ich sagen? Entschuldigung. Ja, Holz. Ich bin gerade überlegen. Normalfall würde es so passen. Da oben haben wir ein Budget von 7000 und 1200 verbrauchen wir gerade. Jetzt weiß ich noch nicht, ob wir das so geschissen kriegen oder nicht. Da testen wir einfach mal. Simulation starten. Ob das hält. Was? Use, also entnehme, der lädt noch. Control. Was bist du jetzt für mir? Alt oder Control? Ah, da kann man. Keine Ahnung was. Ah, mit Alt kann man sie löschen. Ah, cool, ja. Gut, das ist ja schön, dass ihr mir das auch mal zeigt, aber es geht darüber auch. So, dann gucken wir mal hier. Ah, das geht hier nicht aus. Alt. Dann bauen wir das folgendermaßen. Holz. So, so. So, so. Dann da auch das gleiche nochmal in grün. Und dann hier so Zickzackmuster drauf. Nee, eigentlich genügt das, wenn wir hier ein Geraden. Achso, da geht es wieder schräg nicht aus. Aha, okay. Naja. So, so. Ich weiß, das ist voll blöd, was ich hier baue, aber ich baue es trotzdem so. Auch wenn es scheiße ist. Es wird schon funktionieren, Leute. Nur kein Stress. Ein hohes Budget verbrauchen wir hier, aber wir haben es doch. Schön ist es nicht, aber selten. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ach Gott. Naja, eigentlich kann es nicht klappen, wenn man es. Na doch, doch. Nein. Scheiße. Was denn jetzt? Nee, nein, nein, lass mich hier Frieden. Council. Schlimm. Wir verbrauchen einfach das ganze Budget und fertig, wir haben es ja. Ich weiß, dass man das. Jetzt sind wir immer ein Budget, aber egal. Ich möchte einfach diese Straße hier perfekt bauen, dass auch Panzer drüber fahren kann. Jetzt ist es perfekt. Jetzt haben wir natürlich ein höheres Budget als wie sonst, aber egal. So, neues Vehikel, ein Strandauto. Ziemlich das Traumhafte, okay.
A, B, B, A, okay. Wer ist mein? So. Zack. Dann Holz. Ja, das wird sich so nicht ausgehen, gell? Nein, das Arsch leckt nicht. Warte mal, den so. So, so, so. So, so. Und so. Mal gucken, ob das so passt. Sonst lieber hier noch einen reinsetzen. Eigentlich sollte man es ja erstmal versuchen und dann umbauen, aber ich glaube nicht, so hält es viel besser. So muss es einfach halten. Locker, da kann auch ein Panzer drüber fahren, ohne dass sich irgendwas tut. Maximale Belastung. Ach, minimal. Können Sie ja nochmal spielen und dann mal wirklich rauslöschen, was wir nicht brauchen. Also, alt war das. Den. Den und den löschen, mal so testen. Was er dann sagt. Sie schwankt ein bisschen, aber das ist so ein bisschen, sie passt sich so ein bisschen an. Ja, fast. Also doch nicht ganz so. Das heißt, wir können aber im schlimmsten Fall hier einfach noch einen reinsetzen. Da sparen wir uns trotzdem noch zwei Hölzer. So. Nochmal ein bisschen Stabilität. Ja, so. So ist es perfekt. Dann haben wir trotzdem ein bisschen Kohle gespart. Perfekt. Next one. 16 Meter, simple Brücke. Ja, natürlich. So simpel. Und da braucht man nicht jetzt jeden einzuklicken, sondern man klickt einmal an, geht zu dem Punkt und klickt da so lange drauf, bis er alle gesetzt hat. Dann Holz. Gott, überlegen, wenn man das ein bisschen macht. Das geht sich so nicht aus, gell? Nicht mal so. So, so und so. Und da dasselbe so in grün irgendwie, zack. Und den darauf. Und den müsste man eigentlich, wenn man es genau nimmt, hier nochmal so verstärken. Sicherheitshalber. Simulieren wir mal und das bricht alles zusammen. Warum? Weil der hier natürlich nicht verbunden ist. Ja, mei, dann machen wir halt so mal. Testen wir so mal. So schaut schon ein bisschen besser aus. Der kleine Knirps kommt locker drüber. Der große meistert das auch mit Bravour. Perfekt. Und trotzdem ein bisschen Kohle übergeblieben. Und Transporter. 2,5 Tonnen. Das wird dann schon ein bisschen schwieriger. Was denn hier? Bergauf oder was? What the hell ist das? Ah, das geht dann nicht mehr. So, wenn wir in die Richtung gehen, müssen wir den hier, 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 hier und hier. Ja, schon mal hier mit Dreiecken arbeiten. Ne, so gefällt mir das nicht. So, so, so. Ein paar schöne Dreiecke hier drauf machen, die eigentlich ganz wirklich schön sind, Leute. Okay, der ist zu hoch. Da, so, und so. Hier oben verbinden sollte eigentlich dann schon genügen. Zack, zack. Schön ist es nicht, aber selten, oder? Ah, ja, natürlich. Ihr habt es wahrscheinlich gewusst, ne? Man sollte da halt durchaus Straßen nehmen und nicht Holz. Deswegen hat das auch nicht funktioniert hier mit den rüber tun. Aber okay, man lernt. Zack, 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 zack. Und Simulation starten. Ja, sieht ja schon ein bisschen besser aus. Und die Straße hält auch im Panzer locker stand. Next one, please. 10 Meter jumpen. Was soll das jetzt heißen? Da muss springen, oder was? Ja, dann springen, Freund. Oh. Aber wir haben nur zwei Straßen so verfügbar. Was soll denn das? Was soll man mit zwei Straßen springen? Nein, weg da. Da müssen wir dann viel steiler machen, wenn wir nur zwei Straßen haben. Eins. Zwei. So. Dann Holz. So. So. Gott, ob wir das so stabil zusammen abbauen? Gott, ich glaube nicht. Aber mal testen. Oh, Salto OP. Wumm. Locker mit dem ersten Versuch. Alter Schwede, hätte ich mir nicht gedacht, Leute. 18 Meter Jump. Ja, dann Jump mal over the world.
Straße. Wir haben 5 Straßen zur Verfügung. Wie willst du das schaffen? So, und dann eine hier zum Landen noch ein bisschen. So, wir hatten noch eine, oder? Nee, haben wir nicht mehr, passt. Bei der so, dann ist der Fallwinkel so nach unten, müsste sie ausgehen. Jetzt mal natürlich hier gucken, dass wir hier den ganzen Kack dann auch verbinden. Der war zu tief. Geht sie nicht daraus. Blödsinn, ich hätte den aber trotzdem gerne so gehabt. Das heißt, den so steil wie möglich. Genau. Damit wir hier so schön nach unten kommen. Nein, zeigen wir, dass er nicht ausgeht. Na egal. So. Und die zwei so. Und hier noch einen reingebaut, damit das schon passt. Ich glaube nicht, aber okay. Lass uns mal überraschen. Und zack. Mal gucken, was er macht. Zusammenknicken. Warum auch nicht? Ist logisch, warum der zusammenknickt. Wir müssten hier mal eine Stabilität reinbauen. So. Und so. Jetzt dürfte er nicht mehr zusammenknicken. Na doch, warum? Ach so, ja, ich bin ein Idiot. Das habe ich gar nicht gesehen, dass er hier auch noch einer ist. So. Ja, jetzt knickt er vorne zusammen, aber vielleicht schafft es OP trotzdem. Nein, schafft er nicht. Der knickt zusammen, weil er hier keine Verbindung hat. Ich weiß, mein Budget ist schon gleich aufgebraucht. Aber ja, mei, man muss ja mal was riskieren. Ja, beide geschafft. Perfekt. Und sogar noch 293 übergeblieben. Gut, dann würde ich aber sagen, das war's mit der Folge, Leute. Wir sehen uns wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr bleibt dran. In diesem Sinne, macht's gut und haut rein. Tschüss, Leute.